Guck hier. Guck hier. Guck hier. Guck hier. Lass dich nicht von Sterne. Guck, sobald du da bist, ist das direkt wieder abgelenkt. Geh mal gerade bitte da weg. Dann kann ich die Schafe mal endlich reinholen. Ja. Komm rein. Komm rein. Sehr gut. Nein. So, wo bist du? Hier bist du. Komm Schaf, komm Schaf. Das funktioniert echt, ey. Vielen lieben Dank für den Tipp übrigens. Komm rein. Komm rein. Sehr gut. Kommst nicht raus. Hier fehlt noch eins. Wir hatten vier, oder? Eins ist umgekommen. Achso, okay. Aber gut. Ich habe Weizen. Dann haben wir sie alle wieder zusammen. Weil ein Schaf ist hoch, die Mauer hoch, ne? Da die Treppe. Ja. Und ich habe es da versucht, wieder mit runter über die Treppe, aber das Pferd ist, Schaf ist... Umgekommen. Umgekommen. So, holen wir uns mal unsere neuen Steaks raus. Wo sind denn die anderen, die ich gerade eben noch hatte? Ich habe keine Steaks rausgenommen, ich brauche nämlich Essen. Wo ist denn der dritte Ofen jetzt hin? Ja, ich sag doch, Carsten, hier ist ein Creeper explodiert. Diese Schweinebacken! Ich bin hier hingespawnt und auf einmal macht es Zischbumm. Fand ich nicht so nett. Ich denke, dieses Problem werden wir noch öfter haben. Ja, aber warum? Ja, weil doch mit der Zeit die dann auch hier spawnen können, oder nicht? Ich weiß es nicht. Dann sollten wir die Sachen aber vielleicht nicht hier draußen lagern. Ach ja. Ach Gottchen. Mann, Mann, Mann. Immer so viel Probleme wegen einem so einem Scheißvieh. Ja. Okay, so, es ist Tag, jetzt dürfen wir hinten auch wieder arbeiten gehen. Ja, müssen wir Steine mitnehmen? Nimm auch mal Holz und so, alles mit, was du irgendwie mal tragen kannst. Am besten richtiges Holz, dass wir daraus selber noch die Bretter machen können und was weiß ich nicht. Ja. Denn ich weiß noch nicht hundertprozentig, aus welchen Materialien wir das machen. Ich habe nur so eine grobe Idee, wie das aussehen könnte. Wir müssen hier sowieso erstmal noch ganz viel abtragen und, und. Zack. Oh, das sieht aber schon schick aus. Wow, da geht's tief runter. So, das hier muss nämlich komplett weg. Aber ich wette mit dir, der Creeper hatte gerochen, dass ich Diamanten hatte. Weil ich hatte die da noch nicht abgelegt. Ja. Wobei... Vielleicht will ich das doch nicht komplett weg hier haben. Nee, das machen wir doch ein bisschen anders. Das machen wir doch ein bisschen anders. Ja, ich weiß nicht, was du da jetzt genau vorhast. Ja, ich erkläre es dir sofort. Meine Erklärungen sind sowieso immer super spitze und du verstehst auch immer alles sofort. Also folgendes, das hier soll so ein Innenhof werden. Ja. Allerdings direkt in... Im Prinzip so ein geschlossenes Burgsystem rein. So. Ach verdammt, jetzt habe ich schon wieder so dämliche Schneebälle hier. Juhu. Boah, ist komplette Schneewald hier. Ja. Haha, nicht getroffen. So, das hier soll der Burghof werden. Beziehungsweise, das kann man nicht Burghof nennen, weil es soll ja kein Hof werden, sondern direkt
Ah, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also, ja, wie habe ich mir das vorgestellt? Also hier soll man raufkommen und... Ja doch, das könnte man eigentlich doch als Burghof nehmen. Doch, das können wir machen. Und hier rein wird so ein Haus reingesetzt. Beziehungsweise mehr so ein Unterschlupf. Man könnte da auch irgendwie eine Scheune oder sowas das nennen. Dankeschön. Was weiß ich. Da kann man vielleicht irgendwie... Ah, das geht ja leider nicht, ne? Aber so strohmäßig hätte ich da dann gerne drin gehabt. Weißt du, so Heuballen oder sowas. Das funktioniert ja aber leider nicht. Oder so Strohbetten oder so. Das geht ja alles leider nicht. So wäre aber allerdings die Idee. So eine Art Lagerplatz für die Leute, die dann hier so auf Wache sind oder so, dass sie sich mal kurz ausruhen können. Weißt du? So, hier dann so ein Vorhof, keine Ahnung, was wir daraus machen. Und dann hier so eine Treppe hoch. Hier hoch. Ja? Ja. Moment. Damit man da hochkommt, zeige ich dir das besser hier rüber. Hier hoch. Ah! So. Ungefähr auf diese Höhe. Hier auf diese Höhe. Und dann hier oben im Prinzip so eine Art... Kleinburg, so, wo mit einem Thronsaal oder irgendwie sowas drin oder was weiß ich, dass hier oben der König ist, weil hier kommt man ja schon extrem schwer hin. Guck mal, was man da alles überwinden muss, um hier hochzukommen. Und dann hier so eine Art große Burg drauf bauen mit so Stelzen runter oder sowas, die dann auf dem Boden sind, damit das auch eine Plattform bietet. Und dann so schön hinten auf der anderen Seite, wenn du mich jetzt anguckst, da hinten auf der anderen Seite ist so ein dickerer Berg, so ein bisschen in den Berg rein. Und den, den ich da so ein bisschen abgetragen habe, der soll auch so ein bisschen als Fundament dienen, worauf die Plattform dann stützt. Das heißt, ich habe das unnötig abgebaut, aber ist ja egal, so können wir das dann beliebig hoch machen. So eine Art Stütze, worauf die Plattform aufliegt. Dann braucht man nämlich da nicht überall so kleine Stelzen machen, wie ich ja gerade sagte. Dann könnte man das im Prinzip hier aufstützen lassen, dann auf der anderen Seite und dann hinten ran gedrückt in die Mauer im Prinzip rein. So hatte ich mir das vorgestellt. Das sieht bestimmt mega geil aus. Weißt du? Hast du ein Bild? Ein bisschen. Ja, pass auf. Damit das... Komm mal hier hoch, damit das klarer wird, zeige ich dir das. Oh, pass auf. So. Hier muss noch die Schicht runter. Ja, genau, da musst du aufpassen. So, hier hatte ich das jetzt folgendermaßen gedacht. Hier drauf kommt jetzt die erste Stütze im Prinzip. Ich lege das Fundament jetzt einfach mal mit Pflastersteinen. Ja. Hast du noch Pflastersteine dabei? Pflastersteine habe ich nicht. Okay. Nur normale. Ist egal. Gebackene. Da drauf kommt ja dann, glaube ich, sowieso noch Boden. Oder? Ist das dann der Boden? Nee, das ist der Boden. Was ich habe, ist Matsch. Ja, Matsch habe ich auch. Damit können wir dann aber hier schon mal so eine Grundplattform legen. Pass auf, das sieht dann so aus. Warte. Bis hier. Das ist jetzt im Prinzip eine Stütze. Eine Stütze. Ja? Mhm. Jetzt ist da hinten... Moment. Das habe ich jetzt unnötigerweise abgebaut. Das muss da wieder dran. Hier hinten kommt die zweite Stütze hin, auf dieselbe Höhe. Mhm. Warte. So. Ja, das können wir so machen. In der Größenordnung auch. So, wie viele brauche ich noch? Ich glaube, so müsste auf der Höhe sein, ne? Ja. Kommt das hin? Können wir mal Warte, können wir mal gerade, drück mal F3. Und nenn mir mal deine Y-Koordinate. Hallo? Y? Ja. Y ist 96. Okay, dann ist das jetzt die Höhe. Das soll nämlich nicht verbunden sein. Mhm. Also noch nicht. Da kommt dann später der Verbund drauf. So. Will ich das erweitern? Oder wollen wir das so lassen? Ich glaube, das machen wir so. Das war dann jetzt etwas unnötig. Das muss dann noch runtergetragen werden. Aber so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Ja. Scheiß Schneeball. Das meine ich mit Stützen, weil dann sonst hättest du ja überall diese kleinen Stützen.
Weißt du? Mhm. Und da kommt dann der König hin. Ja, was weiß ich, da kann auch einfach ein Gottfried Wilhelm mal hin oder was weiß ich. Oder ein Hans Bauer. Jose. Oder der Jochen. Ja. Ist mir eigentlich sowas von egal. Aber theoretisch wäre das so typisch königlich, weil der König immer den geschütztesten Platz hat. Mhm. Zumindest im Normalfall sollte er diesen haben. Also entweder mit Türmen oder Mauerstücken beschützt und dann nochmal einen Burgfried. Ne? Ja. Oder eben mit einem Wassergraben noch davor und was weiß ich nicht, was es da für Varianten gab im Mittelalter. Hast du noch Erde? 6 Stück. Ja, das bringt uns hier nicht wirklich. Warte, dann hole ich eben Erde. Und wir, dahin ist jetzt schon wieder ein Besucher, ey. Pass auf, jetzt hätten deine 6 Stück gereicht, warte. Du lachst schon so. Ja, die 6 Stück hätten gereicht. Bist du schon weit weg? Ich bin ja auf der Brücke. Ja, dann komm wieder. Die 6 Stück hätten gereicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Jetzt musst du nur hier irgendwie hochkommen, ne? Und ich wieder runter. Na gut. Runter ist wohl das kleinste Problem. Musst du dich irgendwie hochbauen. Hast du was zum Hochbauen? Nee. Ich denke, du hast Sachen mitgenommen. Ja, Cleanies. Habe ich mitgenommen. Jetzt habe ich auch so scheiß Schneebälle hier im Inventar. So, die Seite hier kommt noch weg. Was kommt noch weg? Hier diese Ebene. Da, wo du gerade vorstehst. Genau. Alles klar. So. Dann haben wir da im Prinzip so eine Stütze. Ja. Das sieht aber noch nicht so gut aus. Das muss noch... Nein. Nein. Ja. So aussehen. Und vielleicht später dann die Außenfassade komplett aus Cleanstone, damit es auch stabil aussieht und nicht aus Matsch. Das kann man aber dann noch machen. Hier genauso. Hier können wir das soweit auch abtragen. Und dann haben wir dementsprechend die Größe... Aber wir dürfen nicht mehr, ne? Dementsprechend die Größe des Innenhofes. Weißt du? Und hier... kann man ja dann irgendwie noch reinarbeiten, ne, in den Berg rein und dann da meinetwegen so ein Verschlag oder sowas draus bauen, irgendwie sowas. Ich meine, hier oben Tiere hinkriegen wäre sowieso irgendwie eine Qual für die Tiere und auch für die Menschen über die Brücke zu kriegen. Also muss man sich hier was anderes ausdenken. Hier dementsprechend kann ja, dachte ich da eben so ein Bettenlager oder sowas. Vielleicht kann auch hier so ein Schmied hin oder so. Ja, oder so ein Vorburgschmied, genau, das könnte man auch machen. Das so eine Art Handwerksviertel, weißt du? Ja, das würde auch passen. Ja, oder? Ja, können wir machen. Das sieht zwar jetzt noch ein bisschen klotzig aus, aber es muss ja klotzig aussehen, weil es soll ja eine stabile Platte bieten. Ich bin nur am überlegen, ob die wirklich so dick sein muss. Oder ob wir die nicht noch ein bisschen verkleinern. Also zum Beispiel nur bis hier oder so, weißt du? Diesen Platz hier nehmen.